Heute haben wir eine Spende vom, ich glaube, Realistic Yu-Gi-Oh! Da schimmert meine Adresse durch. Und was ich daran befinde, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, ich war jetzt gerade etwas verwirrt. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt die Spende von Realistic Yu-Gi-Oh! War oder nicht, weil da sollten eigentlich noch über 1000 Comments dabei sein. Die kommen auch noch. Die hat er in dem zweiten Paket verschickt, das jetzt irgendwie nicht da ist. Hermes sei da. Ist ein ganz toller Transportservice. Und da sind wohl auch die Highlights drin im großen Paket. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier das aufnehmen und dann muss ich morgen noch das kleine aufnehmen und das andere und dann müssen wir das irgendwie zusammenfriemeln. Das kriegen wir schon hin. Jedenfalls haben wir hier jetzt die Holos. Die lege ich hier alle, wie sie da sind, raus. So, jetzt haben wir diese Dinger ausgepackt. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir haben. Wir fangen einfach von links nach rechts an. Machen den Gummi hier weg. Ah, Gummis bei uneingehüllten Karten ist immer ganz schlecht, aber gut. Also, wir haben ein Formelsynchron aus dem Adventskalender 2011. Und das ist auch das, was ich sage. In diesen Jahren war die Kartenqualität ziemlich schlecht. Wir haben Scenes hier oben, hier ist wieder Silvering. Und so sind die Karten halt teilweise auch schon aus den Adventskalendern gekommen. Dann haben wir aus dem Adventskalender 2014 Nummer 92 Earth Hard Drache. Nummer 53 Hard Earth. Dann Nummer 15, Gimmick mal nette Riesenfleischwolf. Ach ja, das sind Klassiker, Leute. Mechbestückter Ingenieur. Sternlinzer Galaxion. Comic-Held König Artus. Nummer 10, Illumi-Ritter. Das ist eine richtig schöne Karte gewesen. Der Illumi-Ritter gab es auch in Ultimate Rare. Sah richtig cool aus. Oh, gleich zweimal. Nummer 8, Wappenkönig Genom-Erbe. Haben wir auch zweimal. Nummer 1039, Utopia-Strahl. War das nicht die Ghost Rare in Order of Chaos? Ich glaube schon, ne? Dann Schlachtkreuzer Nelke. Auch zweimal. Eisungeheuer Zerophyne. Nummer 6, Chronomales Atlantis, die finde ich richtig cool, die Karte, vor allen Dingen aus dem Originalset in Secret Rare, sieht die halt richtig schön aus. Gefällt mir sehr gut. Auch die Position der Karte ist halt ziemlich ungewöhnlich, so von oben herab. Nummer 32, Haidrache. Nochmal Nummer 32, Haidrache. Nummer C32, Haidrache Weiß, auch den gab es mal in Ghost Rare. Also das sind tatsächlich alles Adventskalenderkarten, sehr cool. Nummer C32, Haidrache, immer noch. Coach König Riesentrainer. Nochmal. Dann der Galaxie-Augen-Photondrache, auch wohl eine der besseren Karten aus dem Kalender damals. Ja, genau. Der Weihnachtsunterwäldler. Die Karte finde ich einfach episch, ja. Dann aus dem Adventskalender 2018. Das ist der erste und einzige, den ich mir auch gekauft habe. Zeremonienglocke. Das ist tatsächlich eine sehr alte Kammen gewesen. Finde ich cool, dass sie die hier als Holo geprintet haben. Einfach aus Glocke, Weihnachten gehört irgendwie zusammen, finde ich cool, da haben sie sich was bei gedacht. Dann eine Kiste voller Freunde. Der Geistertrick Väterchen Frost. Geist Trieti. Eiskönigin, ich bin gespannt, ob da tatsächlich alle Karten drin sind, weil da gab es ja auch noch ein paar gute. Tua Latin, war glaube ich mal eine Secret aus LODT oder wenn ich mich, oder irgendwie sowas in der Richtung. Kracher, war früher mal eine Shortprint, das kamen. Dann Schneemannfresser, Aufziehkaninchen, mystische Fee Elfuria, Nummer 82 Herzlandracho, nochmal der Weihnachtsunterwäldler, diesmal den Super Rare, Heiliger Phoenix von Neftis, hat mittlerweile 1000 Reprints in Super Rare, Kikeriki, Spielmarkenfestival, Geschenkeaustausch, Einzelfeuerblüte, sehr gut, richtig schön. Huschingen, wie auch immer, Spielzeugmagier. Tatsächlich hat sie reingehauen. Geisterschnitter und Winterkirschblüten. Jetzt habe ich bald meine Ultras auch wieder voll.
Ich glaube, es fehlt mir noch eine oder so, ein Ultra. Dann habe ich da auch meine neuen Stück. Hey Trunade und O Spielmachenbaum. Also wir haben hier tatsächlich den kompletten Adventskalender. Hey Trunade. Ja. Hey Trunade, ich finde sie cool vom Artwork her. Ich finde es aber schade, dass es halt auch optisch wieder so ein Remake von der Riesentronade ist. Ich meine, es ist natürlich quasi eine beabsichtigte Neuauflage der Karte, aber naja, ihr wisst ja, wie ich sowas finde. Und eben O Spielmachenbaum. Sehr schön. Bei solchen Karten lohnt es sich vielleicht mal, die genauer anzugucken und ein bisschen aufs Artwork einzugehen. Na, da haben wir hier aber keine Zeit für, weil ihr seht ja, was wir hier alles liegen haben. Also das war ein richtiges Adventskalender-Päckchen. Weihnachten ist zwar rum, aber trotzdem cool. Wir haben das, was von dem dunklen Magier aus dem Starterdeck Yu-Gi-Oh! Noch übrig geblieben ist. Dann aus dem Starterdeck Kaiba Herr der Drachen. Noch ein Herr der Drachen. Ein Relinquished aus dem Starterdeck Pegasus in Zerstört. Ein weiteres Relinquished, noch kaputter. Straßenkrieger. Xebel Uribellum. Xebel Uribellum. Xebel Wayne. It's Wayne. Buntäugiger Säbeldrache. Wir haben hier auch wieder dieses Silver Ring, das ganz normal bei diesen Karten damals noch war. Dann ein schwarzes Loch. Oh, sehr schön. Künstlerkumpel König Bär. Ja, das ist mega nice. Das ist mega nice. Also Künstlerkumpel, mir gefallen einige Künstlerkumpel tatsächlich sehr gut und der König Bär gehört halt definitiv dazu. Den legen wir uns mal raus. Das ist ein Highlight. Der ist ein Highlight. So, genauso wie Teppichhörnchen, das legen wir uns auch mal raus. Diese ganzen Holo-Künstlerkumpel, die machen, also ich weiß nicht, irgendwie sehen sie halt doch ganz gut aus. Es gibt ein paar, die sind wirklich furchtbar, aber die sehen gut aus. Dann ein Künstlerkumpel Langfunkbüffel. Ja, den finde ich wieder irgendwie komisch. Oh, sehr schön, Ramclouder. Linkschlechter. Das sind so Karten, die liebe ich ja. Ne? Linkschlechter habe ich auch erst 6 oder 7 Stück. Ey, wie geil ist das denn? Diese ganzen Starton Structure Deck Karten, die sind halt richtig geil. Hier Honeybot. Gleich 2-mal. Ja, ihr werdet euch jetzt denken, was liegt der dir raus? Das sind noch keine Highlights, aber doch, für mich sind das Highlights, Leute. Das ist geil. Das ist richtig geil. Cyber-Reparaturwerkstatt. War die nicht mal in Kamen früher unterwegs? Hier richtig teuer und so? Alter, richtig nice. Okay, Cyber-Netzwerk jetzt nicht so. Cyber-Amoklauf-Drache, auch eine ganz coole Karte. Buntäugiger Ace-Pendel-Drache. Den fand ich geil vom Aussehen her. Also der ist wirklich nice. Eine Vanilla-Pendel-Karte. Gleich 2-mal. Richtig nice. Dann haben wir Buntäugiger Pendeldrache. Und zwar im alternativen Artwork. In seinem ersten alternativen, das er bekommen hat. So. Dann haben wir Äther, der Himmelsmonarch. Dann Idea, der Himmelsknappe. Pantheismus, der Monarchen. Antiker Antriebsreaktordrache, auch geil, richtig schön. Nice, hier sind die ganzen Structure-Deck-Karten drin. Antike Antriebshydra, antike Antriebswyvern, antikes Antriebskatapult. Dann, sehr schön, oh Gott, aber der Name, Petiteranodon. Auch gut, den legen wir uns auch mal raus. Das sind coole Karten, Leute, das sind richtig coole Karten. Dann, Überlebensende, 2-mal. Cyberdrache 3. Ich halte immer das hier für den Kopf, obwohl es hier ist. buntäugiger Absolutdrache, der sieht auch cool aus. DDD, Chaoskönig Apokalypse, ist aus dem Structure Deck mit meinem Lieblingsfusionsmonster, diesem DDD Biowolf oder wie er heißt. Dann haben wir hier DD Lamia, auch sehr cool. Ah, da haben wir ihn ja! DD Drachenband König Biowolf, das ist tatsächlich meine Lieblingsfusionskarte aktuell. Das sieht einfach richtig schön aus vom Artwork her. Mega nice. Dann DD Fluchkönig Siegfried. Mal gleich 2-mal. Dann Dual Assemble Gewürm. Großsalamander Gebrüll, mein erstes Exemplar. Ich habe nämlich das Großsalamander Deck noch gar nicht geholt. Beziehungsweise die Karten raus. Sehr schön. Wow, Leute, guckt euch das mal an. Heat Leo im alternativen Artwork. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und dahinter haben wir Großsalamander Wunderhengst. Alter, ist das geil. Die hatte ich beide noch nicht. Das sind quasi komplette Neuankömmlinge in der Sammlung. Ist das fett. Richtig schön. Danke. Ja, ich meine, schaut euch mal die. Vor allen Dingen das Xyz-Monster sieht halt auch echt fett aus, ne? Wahnsinn.
Ja, also, wir haben jetzt hier schon mal ein paar Highlights rausgelegt. Alles Structure Deck Karten, aber ich liebe diese Structure Deck Holos, die in letzter Zeit rauskommen, wirklich ohne Witz. Ich liebe sie einfach. Ah, wie wir sehen, haben wir hier entweder was Kaputtes oder Älteres mit dabei. Wir haben aus, Leute, GLD4, ja, das ist noch das alte Gold Rare, haben wir Toon-Inhaltsverzeichnis. Zweimal gleich kommen wir auch raus. Gold Wufürst aus PGLD, das ist dann schon das neue Gold Rare. Windsturm der Phönixflügel, Horn des Himmels und Timespace Trapo aus Wing Raiders. Die Phantomritter der brüchigen Rüstung. Red Raptor Call, eine Ultra Rare, ist ein Booster, die kann man rauslegen, das ist echt schön. Dann Laval Müller. Schaukelnde Erinnerung aus dem OP5, auch cool. Gibt es sonst nur das Kamen. Z-Zone aus WC11, also dem World Championship 11. Abscheuliches Spielritual. Niederträchtiger Parallelantrieb. Dann niederträchtiger Paradoxdrache. Niederträchtige Welt. Sternstaubdrache Angriffsmodus aus DPCT. Da gab es auch noch die Secret Rare davon. Das war die teurere. Die ging, glaube ich, irgendwie sowas mit 5 Euro oder so. Red Raptor Replika, legen wir raus, was einfach eine Booster-Holo ist. Genauso wie Abgrundschauspielerin Zarte Madonna. Die kommt ja auch aus dem Legendary Duelists 3. Legen wir auch mal raus. Dann niederträchtiger Sternstaubdrache. Richtig schön. Proxy-Drache. Legen wir auch mal raus. Der ist auch cool. Elemental Nebelneos, auch eine sehr schöne Elementalinfusion. Das waren die Tinbox-Promos von letztem Jahr, ne? Die Rümpelraser, zweimal. Elementarheld standhafter Soldat. Zweimal der gerümpelte Sammler. Sternstaub-Sturmkrieger. Dann materialischer Metallmarschierer. Ach hey. Zweimal. Gerümpelverbinder zweimal. Aus dem Megapack buntäugige Fusion. Dreimal, als Playset sogar. Auch cool. Und dann haben wir noch aus dem Megapack 2018 Layla, zwielichtverpflichtete Zauberin. Sehr cool. So, da haben wir aus dem Originalset Karte des Einklangs. 1, 2, 3. What the fuck? What the fuck? In die Leere aus The Shining Darkness in fucking Ultra Rare. Ey, wie nice ist das denn? Die hat natürlich preislich durch ihren Reprint, den sie mal hatte, gelitten. Aber das ist doch fett. Das sind Highlights definitiv. Ey, richtig geil. Und sogar Niermint, Leute. So wie ich das bisher gesehen habe. Wow. Dann das Vieh herbeirufen. Dreimal. Rotäugiger Retro-Drache. Schwarzflügel Graham. Der leuchtende Stern. Drehkraft Abstebengetriebe. Dann zweimal Rangsteigerungszauber für die Phantomritter. Oh, da doch, dreimal, ja. Vollmetal Foes Fusion. Oh, Vara Draco König Leitogasym, das Desaster, war, glaube ich, die beste Super Rare aus Raging Tempest. Die legen wir natürlich raus, ne? Gar keine Frage. Dann Terrier Quell der Zerstörung, auch eine coole Karte. Delta Magnetkrieger. Pavian Brotbaum fand ich ja. Oh, dreimal. Oh, viermal. Viermal gleich. Den fand ich ja ultra witzig. Das war die Promo aus Raging Tempest, glaube ich. Ja, genau. Raging Tempest Special Edition. Richtig nice. Schaut euch das mal an. Wir haben hier, oh Gott, Dreitat, drei der wahre Dracho Kavallerie General. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Den Namen kann auch kein Mensch aussprechen. Aber auch aus dem Originalset, nicht aus dem Megapack. Mega nice. Megapack, mega nice. Den legen wir natürlich raus. Dann Pendulo Mucho, zweimal aus Maximum Crisis. Märchenschweif Mond. Und der Terror Unterwäldlerin, die ist auch wunderschön gewesen. Das war meine Lieblings-Super Rare oder eine meiner Lieblings-Super Rares aus Maximum Crisis. Dann Wasserfall der Drachenseelen. Kachi Kochi Drache, wie auch immer. Utopic Sechsel. Nötige Notfall-Rettungsurkunde. Boogie-Falle. Gookie-Dreh-Kobra. Knackdrache. Und aus Code of the Duelist der Weltkelch-Wachdrache. Ist ja nice.
Das ist natürlich wieder ein Highlight. Oh, und da geht es direkt highlight-technisch weiter, nämlich Lee, die Weltkelch für ebenfalls aus Code of the Duel ist sogar Erstauflagen. Ey, richtig geil. Dann haben wir Layla, zwielig verpflichtete Verzauberin. Oh, was sehe ich denn? Alter, schaut euch das mal an. Bestrafungsdrache. Ja, das ist der große Bruder vom Urteilsdrache, der Bestrafungsdrache. Ultra, ist das nicht fett? Ey, wie geil ist das denn? Kriegen wir lauter Booster-Holos. Nice. Schaut euch mal an, was wir hier alles als Highlights haben. Richtig krass. Dann haben wir Guki, der große Ogre. Guki Revanche-Kampf. Dann einstürzende Fallgrube. Zweimal Cybers Funkfeuer. Oh, dreimal. Dann Trickster Rohode. Crusadia Maximus. Dracheneinheit Senatus. Und ich habe es schon gesehen, Dracheneinheit Ritter Ascalon. Das ist tatsächlich die schönste Dracheneinheit-Karte, die es gibt, wie ich finde. Richtig geil. Cybernetic Horizon First Edition. First Edition, Leute. Schätzt eure Ultra Rares. Das wird irgendwann werden das auch mal Sammlerkarten. Irgendwann werden. Ich schreibe jeder Karte das Potenzial zu, mal eine Sammlerkarte zu werden, die was wert ist. Weil wie viele beißen sich jetzt in den Arsch, weil sie früher ihre ganzen alten Karten zu günstig abgegeben haben. Crusadia Magius. Himmelsjäger Asayate, die ist auch cool. Die war, glaube ich, die beliebteste Super Rare aus Cybernetic Horizon, wenn ich mich nicht täusche. Dann winziger Hexenlehrling. Zweimal. Hipper Hoshingen. Auch zweimal. Crusadia Aufschwung und wow, Heiliger Ritter von Kastinen. Das ist wieder ein edler Ritter-Support, glaube ich. Geile Scheiße, ohne Witz. Richtig schön. Also edle Ritter, man kann über edle Ritter sagen, was man möchte, aber die Artworks sind der Hammer. Dann haben wir Donnerdrachen Duo. Galatea, der Orkus-Automat. Ich glaube, von irgendeiner, von dem oder von dem anderen, der ihr so ähnlich sieht, gab es auch jetzt die Ulti im OP, ne? Wenn ich mich täusche. Genau, entweder die oder der hier. Lungriso, der Okkus-Koordinator. 1, 2 und 3. Zweite Expedition in die Gefahr. Oh, Danger Stuff. Oh, cool, Isolde aus dem Special Pack. Das ist der Special Edition. Das ist auch eine wunderschöne Karte. Die legen wir auch mal raus. Dann die Streichbuben-Steinis. Shiranui Spektralschwertschatten. 1, 2 und 3. Trickster Band süße Gitarre. 1. Elemental Cosmoneus. Ja, bei uns leider nur eine Super Rare geworden. Hätten schon eine Ultra draus machen können. Der optisch geilste Elemental, der jemals gedruckt wurde. Kann man sagen, was man möchte. Ja, ich bin ein Oldschool-Fan, aber kein Elemental Tempest, kein Elemental Flammenflügelmann kommt an dieses Artwork ran. Das ist einfach unglaublich geil. Schön, ich hab's ja auch in Ultimate aus Japan, macht einfach wahnsinnig was her. Dann Wachdrache Pisti. Ah, die Wachdrachen, die waren ja sehr beliebt aus dem neuen Set. Himmelsjäger Askeiner und Neos Fusion. Jetzt kommen wir mal zum größten Pack. Ich glaube, das müssen wir gleich auf zweimal machen. Oh. Das machen wir auf zweimal. Ich nehme aber den unteren Teil, weil ich weiß nicht, ob der das in einer gewissen Reihenfolge gemacht hat. So. Yosenju Karma 1. Ja, ich finde, die neuen Yosenju-Karten sehen wesentlich besser aus als die alten. Dann haben wir noch Karma 2 und Karma 3. Gleich mehrfach. Dann Yosenju Geheimer Schlag. Zweimal. Spiritual Beast Petalfin. Dann die Todeswache. Zweimal. Jin, Wahrsager der Rituale. Karten Auto D war auch mal sehr beliebt. Burial from a Different Dimension. War das nicht die Karte, die Dinge mal gespielt hat aus GX? Wie hieß der, der die Cyberdrachen gespielt hat? Zane, glaube ich. Zane Truesdale oder so. Dann, Gott, Preparation of Rites. Ich um mein Englisch. Ascending Soul. Vanity's Emptiness. Und wir haben eine Ultra. Wir haben Red Raptor Blade Burner Falcon aus Dragon of Legends 3. Cool. Schicksalshell Plasma aus Destiny Soldiers. 1, 2, 3. Schicksalsdrache aus Destiny Soldiers. Ebenfalls das. Oh, wow, wow, wow. Finsterlord Morgenstern.
Also die Finsterlords sehen ja mal richtig geil aus und erinnern vom Zeichenstil so ein bisschen an die Himmelsplagen, wie ich finde. Geiler Scheiß, Mann, die legen wir natürlich raus. Raubpflanze, Taubblatthydra. Raubpflanzen mag ich auch sehr gerne, außer die hier, die finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht. Oh, Raubpflanze, Kragensonnentau, die ist geil, die legen wir auch raus. Raubpflanze, Fliegenfalle. Dann Raubphoni. Raubputz. 1 und 2. Dann haben wir den Spielzeugspender. Polymerisation. Ja, er wurde endlich mal so geprintet. Ist tatsächlich zensiert worden. Hier, ich habe das Unzensierte auch auf Japanisch. In Secret Rare. Ich habe das letztens in der Hand gehabt, da weiß ich das. Dann aus Duelist Saga. Schwarzflügelgel der Wirbelwind. Aus Pevo. Chronograph Zauberer. Einer der schönsten Zauberer aus dem Set, muss ich wohlgemerkt sagen. 1, 2 und 3. Doppel-Iris-Marke, der war, glaube ich, mal ein bisschen was wert, weil er spielbar war. Den haben wir hier dreimal. Dann den Weißflügel-Magier, oder die Weißflügel-Magierin. 1, 2, 3 und 4. Dann Sternpendelgraf. Einmal, zweimal, dreimal. Zeitpendelgraf. Dann den Zeitstern-Magier. Den zeitdeutenden Magier. Dann den Dame-Augen-Magier. Und nochmal den Dame-Augen-Magier. Machen wir hier weiter. Dann haben wir Faux-Kauls-Kanone. Erzunterwäldler-Echsentrick aus Pebo. Leitende Ariande. Oder Ariadne. Zweimal. Magische Entführerin. Die sieht auch cool aus. Aus Pevo. Clifford Kundschafter. Clifford Monolith. Die habe ich damals in mein Secret aus Secrets of Eternity gezogen. Immer. Wenn ich eine Holo gezogen habe, es war immer die. Dann Lektor Pendel, der Drachoberherr. Ein buntäugiger Lancer-Drache. Richtig nice. Wir sind jetzt hier bei BLLR. Nochmal einer. Künstlerkumpel buntäugiger Auflöser. Der sieht auch ganz cool aus. Haben wir sogar zweimal. Künstlerkumpel buntäugiges Synchron. Dann Künstlerkumpel 5 Regenbogenmagier. DDD Super Untergangskönig Heller Armageddon. Zweimal. Dann haben wir den dunklen Armageddon zweimal. Dann super starker Samurai Faust. Haben wir auch zweimal. Dann Überfallraptor Ruderkauz. Zweimal. Überfallraptor finaler Festungsfalke. Dämmerungsninja Yogen. Ja, die Dämmerungsninja finde ich auch mega cool vom Aussehen her. Dann Dämmerungsninja Kagen. Auch zweimal. Dann weiße Muräne. Auch zweimal. Schicksalsheld Dreamer. Und der sieht halt richtig geil aus. Also der sieht richtig schicksalsheldenwürdig aus, sag ich mal. Finde ich mega cool. Dann Lazion, Herr der Zeit. Oh, gleich zweimal. Dann Sadion, Herr der Zeit. Das sind diese ganzen Timelords rausgekommen. Ne? Lumina, lichtverpflichtete Beschwörerin. Dann haben wir Wolf, lichtverpflichtetes Ungeheuer. Raiden, Hand der Lichtverpflichteten. Nochmal Raiden. Dann Felis, lichtverpflichtete Bogenschütze. Ups, zweimal. Oh, hoppla, jetzt habe ich aber gespoilert hier. Dann haben wir Solar wieder Aufladung. Das ist auch eine coole Zauberkarte, war mal sehr viel wert. Zweimal gleich. Dann Kaktus Türsteher, das war so eine typische 5D-Secret, die total vergessen wurde. Es gibt viele Secrets, so aus GX und 5Ds, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ne? Und das war eine von denen, bis zu ihrem Reprint halt. Dann haben wir Infernoid Deviati. Zweimal. Elementarheld Nova Master, der ist cool, den legen wir uns mal raus. Visionsheld Anbetung, zweimal. Gaia Drache, der Donnerangreifer, die ist auch geil, die legen wir uns auch raus. So, Bujintei Tsukuyomi, zweimal. Transmodifizieren, auch cool. Ich glaube, die lege ich auch mal raus, die sieht auch cool aus. Und dann haben wir noch Boden einer anderen Dimension.
Ja, das hier da hinten, ja, dieser finstere Lucifer, der hier in diese andere Dimension geschleudert wird, ist übrigens Digrepher. Ja, der wird dann zum finsteren Lucifer, ist eine coole Lore. Gut, kommen wir zum letzten Pack. So. Das letzte Pack. Machen wir es so. Da haben wir Recon, Kundschafter, Feldsöldner. Bravo, Kämpfer, Feldsöldner. Dann Millionenfresser, zweimal. Yuki Onna, die eisige Mayakashi, die finde ich geil. Die finde ich richtig cool, die legen uns raus. Dann Vorbereitung der Riten, zweimal. Vertragserfüllung, dreimal. Gozen Match, dreimal gleich, dreimal Gozen Match, richtig geil. War in Crossword of Chaos, war das eine Kamen. Dann endloser Schiffkübel. Da haben wir jetzt Stuff aus Infinity Chasers, genau. Dann habe ich auch zwei Displays aufgemacht und ich habe nicht ein einziges Secret Rare Evil Eye Monster gezogen. Ich war so sad. Endloskette Flussströmer. Dann Endloskette Bergsprenger. Endloskette Erdschlitzer, zweimal, richtig cool. Endloskette Goliath. Hexwerkerin Potterie. Hexwerkerin Schmierter. Hexwerker Zusammenarbeit. Konfrontation mit dem Bösauge. Konfrontation mit dem C, auch cool, dass sie mal ein Holoprint bekommen hat. Versteckte Waffenkammer, zweimal. Aufstellungsfeld, dreimal. Dann Dick Wortzack, König der Schwerindustrie, war tatsächlich auch eine super rare Preiskarte. Auch gut. Mecha Phantomo gehört Dracozack, zweimal, richtig geil. Dann Phantomfestung Enterblatt Nier. Die rechte Hand des Magiers. Dreimal. Die linke Hand des Magiers. Einmal. Dann aus Dual Power Sternstaubwunsch. Sternstaubabwusch, wie ich gesagt habe. Dann genau der buntäugige Vorstoßdrache sowie Künstlerkumpel Lächelzauberer und Sicherungsaufseherin. Dann haben wir Zwillingsausbruch der dunklen Magie, Doppelbeidrache, Rechtshänder Schraubendreher, Raubpflanze Spinnenorchidee, dann Streifenpolizistin aus der Unterwelt, sehr cool, die legen wir uns mal raus. Dann platinfarbener Apparat, sehr schön, der silberne Apparat, viermal, der goldene Apparat, dreimal. Dann die Harpien-Tänzerin, auch sehr schön, bei uns natürlich zensiert worden. Dunkler magischer Kreis zweimal. Ewige Seele zweimal. Mal der Rose, auch eine coole Zauberkarte, kam auch raus in Crossroad of Chaos. Dann haben wir den glühenden Rotdrachen als Unterwelter Bann. Doppelt oder nichts. Haben wir hier gleich als Playset. Dann Xyz Änderungstaktik. Fünfmal, okay, auch gut. Dann Zaborg, der Megamonarch. Die Hohepriesterin der Prophezeiung. Shurid-Stratege der Necros. Dann der priesterliche Drachenkönig von Atum, auch geil. Ja, dann haben wir die Promo, Dark Magician. 1, 2, 3. Dreimal, genau. Ah, damals wohl die ganzen Promos ein paar Mal. Ja, moin, 6-mal Elemental Neos. Der Sternstaubdrache, genau, ein Playset Utopia, dann der Buntäugige dreimal und dreimal der Dekodiersprecher. So, wir sind zurück mit Paket Nummer 2, nicht ein, sondern 3 Tage später oder 2 Tage später. Und ja, Hermes halt, man muss es glaube ich nicht weiter kommentieren. Ich mache das jetzt hier mal kurz auf. Und dann gucken wir uns noch den Rest an, sofern es da was zu sehen gibt, denn der Rest besteht hauptsächlich eben aus Cummins. So, ja, das ist das zweite Paket. Ihr braucht jetzt nicht verzweifeln, das sind alles Cummins und Rares vielleicht. Also alles Bulk. Den werden wir uns jetzt natürlich nicht angucken. Ich blätter hier nochmal kurz durch, was sich dann so in etwa darin befindet.
Ja, ganz cooler Stuff eigentlich, ne? Es ist halt einfach ruhig. Also wir werden das jetzt hier nicht alles durchgucken, ne? Das machen wir hier definitiv nicht. Das ist dann ein Job, den ich machen muss. Wir schauen uns jetzt nur noch kurz zum Schluss an, was hier drin ist. Ja, ich habe schon aufgeschnitten. Ich hatte davon auch noch versucht. Ich habe aber noch nicht gesehen, was drin ist. Außer halt die ganz oberste Karte, aber das war nur eine Kammen. Schauen wir mal rein. Und die beiden Karten in den... Oh, coole Hülle. Jedenfalls die beiden Karten in den Toploadern, die machen wir ganz zum Schluss. Jetzt will ich erstmal gucken, was hier drin ist. So. Und jetzt schauen wir mal. Gravekeeper. Das ist einer von... Die sind bei uns in Ultra Rare rausgekommen. In Pendulum Evolution. Der war cool. In Ultra Rare kam der uns raus. Doppel-Iris mal. Ja, das sind die ganzen Pevo-Karten, die bei uns rausgekommen sind. Die es bei uns in Ultra Rare gab, nur in Super Rare. Cool. Haben wir wieder eine Kamen. Au! Dann haben wir hier Arcane macht die Welt. Auch nice. Das muss aus irgendeinem, ich glaube aus irgendeinem Structure-Deck muss das sein. Die haben meistens solche Rarities. Wenn die Holos alle sind, dann sind die anderen Karten so in Normal Parallel Rare. Sehr schön. Lunalicht. Oh, die kenne ich gar nicht. Gibt's die bei uns schon? Ich weiß es gar nicht. Ey, coole Sache. Die ganzen Karten in der Rarität. Überfallraptor. Dämmerungsninjas. Der ist auch cool, den finde ich mega fett. Dann schaut mal, sogar die Holos aus dem Set. Ah, wie hieß der? Blumenkardian, schlag mich tot, ne? Ich weiß den Namen jetzt bedauerlicherweise nicht mehr. Aber die ist echt cool. Schöne Ultra. Wirklich schön. Und hat auch natürlich ein anderes Finish, auch eine andere Haptik wegen eben dieser Parallel-Folie drüber. Richtig geil. Oh, Visionshelden. Oh, und sogar Karten aus dem Reprint des Volume Pack 1. Ihr müsst wissen, das Volume Pack 1, bei dem ist es so, dass hier unten das Auge von Anubis nicht ist, also beim Original. Das ist der Reprint, daran erkennt man den Reprint. Ansonsten ist die Karte wirklich wie die alte aufgemacht, auch vom ganzen Druck her echt geil. Gab's nur in Japan. Ja, das sind so Karten, die kennt man bei uns nicht. Die sind im TCG teilweise nie rausgekommen, wie er hier zum Beispiel. Ja, richtig nice. Oh, sogar Rares. Rares. Ist ja nice. Geiler Stuff. Also ich muss sagen, das war richtig cool. Vor allen Dingen diese Volume Pack Karten sind geil. Also ich lege jetzt hier nichts raus. Wie denn auch. Hier ist ja alles vollgestellt. Aber das hat was. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Und jetzt bin ich gespannt, was sich hier drin verbirgt. Fangen wir mal von hinten an. Wir haben den Galaxie-Augen-Photonendrachen aus aus LED3 sogar. Das ist also sogar eine Booster-Holo. Sehr schön. Ja, moin. Und schauen wir mal. Da hat er gleich doppelt gesleeved, sodass man es nicht sieht. Vielleicht ein Highlight. Boom, Leute, das ist mal geil. Ich wusste, dass die Karte kommt, Alter, aber die ist halt so krank geil. Schaut euch das an. Obelisk der Peiniger, ja, aus der fucking hier DVD. Der ist noch seltener als der aus dem Kino. Ja, moin. Von der Karte wusste ich, aber die ist so sick, Alter, die ist so sick. Geiler Scheiß. Und das Gold Rare passt sogar dazu. Alter Schwede, schaut euch das an. Wow, also wenn das nicht getoppt wird, ist das die Karte, die in den Community Binder kommt. Ja, es ist mittlerweile so, habe ich bei der letzten Einsendung vergessen zu sagen, es gibt immer aus jeder Spendensendung eine Karte, die in den Community Binder wandert. Und wenn der voll ist, dann gucken wir uns den an. Ey, das ist geil. Das ist richtig geil. Ja, moin, Alter. Ja, moin. Puh, dann schauen wir mal, was ist denn das hier? Dann schauen wir mal. Nochmal ein Galaxieaugen, Photonendrache. Wieder aus LED3.
Und wieder eine spezielle Karte. Die, von der weiß ich jetzt nichts. Ich weiß jetzt nicht, welche hier drin ist. Schauen wir mal. Alter, geil, Mann! Loki, Herr der Asen in Ultimate Rare. Alter. Alter, aus dem schönen Retro-Set. Storm of Ragnarok. Junge, ist das geil. Loki, Herder, Nirmint auch noch, Leute. Nirmint. Alter, wie geil ist das denn? Ohne Witz, Mann. Ohne Witz. Richtig geil. Das sind tatsächlich die beiden Highlights der ganzen Sendung. Stellt alles andere in den Schatten. Sieht einfach Bombe aus. Einfach Bombe. Also, Leute. Ihr stimmt ab, wir machen es so, ihr stimmt in den Kommentaren ab, welche der beiden Karten soll in den Community-Binder? Meine Stimme zählt natürlich auch und ich plädiere für Obelisk, den Peiniger. Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Welche Karte kommt in den Community-Binder? Ihr entscheidet. Und wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ich betone nochmal, guckt mal bei Realistic Yu-Gi-Oh! Auf dem Kanal vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt und an dich nochmal ein richtig, richtig, richtig fettes Dankeschön. Ist das geil! Wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.